The membership meeting from there up in North have Benny bekannt gegeben und zum Früh Savi Angelo. Ich sage, wenn die hier zu euch kommen, sage ich Angelo, jo. Was interessant da oben sein, wird nochmal schwer stahlen in Bilderwiese von der Jahr, was somebody sich um die Kammer hat. Ich glaube, das ist als geplant, da war es some Bilder sein, nur dem noch mit Kaffee und spezielle für die, wenn das passt. Nehmt die Titel für. Noch einig, was ich gleich zu sagen ist, von der aus morgens seht ihr Kornhaufen zu mir, sie wäre herzlich dankbar für jeder einen von Jüngern, wer für ein Gebet hat, und sie freuen sich noch wieder würden. Sie gehen durch eine schwere Zeit, und wir haben ein Gedenken. Und sie möchten dort, weil wir wieder für ein Beten. Ich merke, ob einmal an der Wand, du am Osten, da wir die Sache anders zu bauen, was die Stadt hat gelohnt. Habe ich das gemerkt? Wie lange ist das da? Ist das da mehr als in der Ohren? No, okay. Ich glaube auch nicht, dass das ist. Ich sehe nicht, was das da noch getan hat. Ich weiß nicht, wer das getan hat, aber Dankeschön einmal, wer das getan hat. Das ist ein sehr guter Erfahrung. Und es einmal war das an der Innere. Licht in Radung. Als die Haare vor uns. Für wen würden wir uns fürchten? In einem Moment haben wir darüber gesprochen, dass wir fürchten dürfen, nicht? Vielleicht ist da Krankheit, vielleicht hast du Angst vor die Zukunft und so weiter. Aber wie brauchen wir euch? Du hast Licht, du hast Radung. Wir wollen von dir wieder gehen, Epheser. Wir haben auch mehrere Botschaften in Epheser gehört. Verschiedene Timer stehen. Ich glaube, das ist nicht einmal zu alt, das ist viel verschieden. Und da sind verschiedene Dinge rausgekommen, all. Verschiedene Warnungen hat Paulus uns gegeben. Zu der Epheser, aber das meinte uns auch von der. Für verschiedene Dinge gewarnt, was wir sollen tun und nicht tun. Und von der sagen bei den besonders den 18. Erfahrung, ich glaube, das ist wichtig, wenn das ein Ding, wo viele Christen nicht gerade Klarheit über haben. Über beides nicht. Über Wein trinken und auch vom Heiligen Geist gefällt worden. Das ist beides in den 18. Erfahrung. So wie war von der ziemlich plus Dollar und die zwei Dinge uns holen. In der Timer hat gesagt, nicht Alkohol, aber der Heilige Geist. Das war ich verstehe, was Paulus da sagen hat. Und wenn er das dort sagt, dann meint er bloß, das kann ich beides zu Lektor sein. Das schafft nicht. Ich will mit Laura das noch merken mit wieder. Aber wir lassen uns den Anfang, fähige Botschaft für eine Eier, dann gehen wir anfangen in das Kapitel von Epheser 5. Dann sagt Paulus, aus Gott seine Leute kennen, strebt, am immer ähnlicher zu werden. Das ist einmal Paulus ihn verlangen, durch das ganze Brief, dass die Epheser soll Gott mehr ähnlich werden. Das ist uns verlangen auch, nicht? In 15. Vers sagt er, sieht versichtig, dass die durch das Leben gehen als kluge Menschen und nicht als Söhne, die nicht weiten wird, zu der Sache gehört. Und das wird wie wahr, weil ein bisschen klarer merken. Corny, lass uns die Vers da all. Vers 18, 19 und 20. So, für viele Jahre hat Gott meinen die Christe, all in abreiche Christe, all immer war der Thema von Tränke diskutiert. Kann ein Christ trinken, wie viel kann der trinken, oder was soll der alle trinken, und so weiter. Das ist ja vielmal Sancherie, Verstammnis und so weiter. Ob ich will von der Furcht sein, auch ganz angeholt sind, die Bibel lehrt uns noch nicht, dass wir kein Wein trinken sollen. Aber die Bibel lehrt uns ganz klar, besuppen, als ganz gegen Gott sein wollen. Und das sind, und damit wir Buße tun, weil wir das zu tun haben. Aber die werden es noch nicht ganz vorbei, die Wien zu trinken. Und eigentlich ab Städte, wie es die dann haben, dass es was gut ist, vermehrt ist, wenn ein Mensch kränklich ist. Aber noch nicht, wie es die dann haben, dass es erst ein Partys hat. Die sollen nicht gemessbrückt werden. So, ich will alle Gefahren lesen, wie ich spreche. Und dann, wo Lothar und Clement Meyer noch dort kommen. Was spreche 20, Vers 1 sagt, und Wien betrinken ist nicht weiß, ein Trinker merkt sich zum Später und reicht Schlägerie an. Heimel, die hier ein besuchten Mensch, die schlauer Hafer, die schlauer war das. Vielleicht mal einmal es nicht, nicht? Das ist ein Mann, er kommt in Hüß, Hafer hat zu viel getrunken, sie in früh schlappt. Und er hat ziemlich Bruises am Kopf, und Schlägerie, und so wieder. Ich wundert, wo war er da tun?
beim Felden bei, hey, was ich der Tipp über Bache, aber jeder steht noch, die früher Gott sein. Dann sie safe, dann. So, hey, der hat. Hier jetzt schlupen. Dann schlaps morgens nach seiner Früh abstätten. Bei seiner Früh, der Dach war eine Schlupfen, sagst du, hey, kommst du gestern betrunken in den Haus? Nee. Jo, die Deutsch. Die spielen in der Butsch, du hast ganz viel Tipp gebacken. So, da kommt ein Arutrüte, die drängt ja rein, nicht? Spreche sagt wieder in Kapitel 21, Vers 17, werdet vergnehen, jährenhaft, in bloß Dorf erlebt, wort arm, wer seine Last an Wien, in ein gemetteltes Leben haft, wird nie nicht reck worden. Naja, wie sein, was haben manche haar Lebenszeit getrunken, sind reck geworden, nicht? Aber welche sind gästlich, immer arm geblieben. Kapitel 23, Vers 29, 35. Wem geht das Schwur? Wer ist trürig? Wer zankt und klärt? Wer haft Anne gewunden in blutrote Ehen? Die sich so lange rumlegen, wo Wien zu haben ist. Die nur ihr möchten Wien sehen. Freut ihn nicht zu den schmacken roten Wien, wenn der im Koffer glitzert und so glatt drauf geht. Mit der Zeit bette aus einer Schlange und steigt diese aus einer giftigen Schlange. Deine Ehe werden sonderbare Dinge sein, und deine Gedanken werden sich verkehrt verstellen. Du wirst so sein, als einer, der mitten auf dem Meer hoch, auf dem Seelpast schlaft. Du wirst sein, die schlugen mich, aber mir deutet nicht weh. Die verklappten mich, aber ich feil dort nicht. Wann er, wo ich abwerken, dort ich noch eins trinken kann. Dort ist bitte hier, von wem ich hier rede, nicht? Dort zum Alten Testament. Paulus sagt zu den Epheser, und bedrängt ihn nicht an Wien, würde er hier die Kontrolle über ihn selbst verlieren, aber Wort fall vom Helden Jesus. Das eint jenes andere. Das geht nicht taub. Dort nicht, aber dort. Er sagt nicht bloß, dort nicht, er jaft die Grot, was in der Städte da nicht. So, das sei ja klar, das Süppe oder bedrängt ihn, dort ist immer Arrecht, dort ist immer Sinn. Dort fängt wir immer wahr. Dort ist sehr klar, dass es dort ist. Du sagst vielleicht, warum? Dort sind zwar nicht Christen Frauen, warum? Sie sagen, das merkt ihr Spaß. Paulus sagt, ein Ding hier, wie fängt ihr Meier Ding, aber Paulus sagt ein Ding, er sagt, du lässt deine Kontrolle über dich selbst verlieren, wenn du betrunken bist. Dann hast du eine andere Kraft, was die regieren dort, ist deine eine. Und das ist eine schlechte Kraft. Weil wenn wir die Kontrolle über uns selbst verlieren, dann sei in da wie Dinge, was sich nicht ziemen und was wir nie nicht würden tun, wenn wir würden klar denken. Wenn jemand betrunken ist, dann hat plötzlich Self-Control. Wenn jemand den Helden Geist hat, dann hat er Self-Control. Das ist eigentlich die Frucht vom Helden Geist. Oder ein von den Früchten. Paulus sagt in Römer 13, Vers 13, dann wollen wir uns nicht so benehmen, als uns dort im Licht zukommen wird, nicht in ein wildes Leben in Süppen, und auch nicht an der Fleischeslast den Wahlen loten, auch nicht in Striderien aufgangst. Also, das hat nicht alle mit Süppen zu tun. Aber sei ja viel mal, dass Süppen bringt das, viel von diesen amaklichen Dingen mit sich. Er sagt in Galater 4, Vers 19, 21, wird das Fleisch verwortenhaft als klar? Er sagt, das ist klar, das kann wie sein. Das Ehebruch, das Hurerie, das Anreinheit, das anbahnende Leben, Aufgärterie, Zauberie, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, nur Sechsahnen, Zank, Spaulerie, Aufgangst, Mord, Süppen, Entfreten und so was mehr. Weil das hat nicht alle mit Süppen zu tun, aber viel von diesen bringt das Süppe mit sich. Wenn sie Süppe, dann kommt viel von diesen Dingen mit sich. Paulus sagt, ich habe dir noch einmal gesagt, aber ich sage noch einmal. Und weißt du, was er hier sagt? Die so was tun wollen, in Gott sein Reich nicht nahen kommen. Wo waren wir im Himmel nahen, wenn wir nicht in Gott sein Reich sind? Wenn wir nicht in Gott sein Reich gehören, dann hast du nicht in Wahrheit mit dem Himmel nahen kommen. So Paulus warnt dann. Er sagt, die so was tun wollen, in Gott sein Reich nicht nahen kommen. Petrus warnt uns auch, er sagt, lot die Zeit, die je hängen haben, taureichen, so je lebt haben, aus der Feld ja dort Gott geht.
an die Schlacht senden, lasst, trinken, fräten, süpen, und anbahn die auf Theaterdienst. Er sagt, Luther Taurege, ferge Christ für dich, die, aber Luther Taurege, hier da ab, wenn die Christen sind von hier wiederhaftet nicht rühmen. Im Alten Testament Habakkuk 2, Vers 15 sagt, dort sagt er zu dem Volk Israel, du hast die Fall schon gesopen und nicht Fall ihr getrunken. Nun trink du, bet du nicht mehr wie reich die Gesendung bist. Nun wirst du zu trinken kriegen von dem Herrn seine rechte Hand und du wirst dich schämen machen. Und es steht großartig sein. Noch eine Warnung, ne? Noch ein Vers, noch einmal mit Wiedergun. Paulus sagt nach den Korinther, in Kapitel 4, Vers 11, vielmehr habe ich geschrieben, dass die nicht selten Gemeinschaft haben mit einem, der sich ein Bruder nennt, und ob er hört, oder gibt sich es, oder jäter deint, oder drängt, oder lastet, oder stehlt. Mit so einem soll die nicht Mohltaub eten. Was meint das? Das meint nicht eine Gemeinschaft haben. Warum nicht? Because dann wirst du eure Leute in die Gläser ankommen, wo du nicht nahen warst. Die Bibel lehrt uns, dass die Christen die Saale vermeiden, das Tränke. Und ich sage, für sicher nicht andere zum Anstoß sein, dass die auch noch in die Gläser ankommen. Wenn du länger Zeit ein Christ bist, und du das Leicht vor dich nimmst mit dem Tränke von Alkohol, und ein junger Christ sieht dich, was passiert? Ey, wenn die dort ich folge dir, wenn du sagst, das ist so nahe, hast du vielleicht noch Dame über ihn, dass er sich das so gewissenhaft nimmt? Dann bist du eine schlimme Lehre. Jesus hat vor dir Wirt. Das sind nicht meine Wirt. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 6, wer über einen von diesen Kleinen, für einen von diesen Junggläubigen, würde wir sagen, der an mich glauben, sagt Jesus, wer über einen von diesen Kleinen, der an mich glauben, zu Fall bringt, für den wird es besser, wenn er mit einem großen Mühlstein am Holz gehangen wird und dann im tiefsten Meer versäubt. Das sieht Jesus. Wohin wird er so übertrieben? Well, actually, er ist übertrieben. Er will das wichtig merken. Er will haben, wie soll das verstehen. Er will haben, das soll zu weit sein, was er gemeint hat. Er hat nicht mehr Lied, hielt sich so mit so einem Ding dort. Das ist schrecklich, wenn wir daran denken. Aber sei wie bewusst, was wir tun. Weil ihr das nicht bloß mit Tränken, das gibt 100 andere Dinge auch noch. Aber von der reden wir gerade von dort. Und dort ist ein Ding, was vielmal, was dort kommt. Junge Menschen, seine ältere Menschen, das tun, und sie glauben, das ist normal. Und sie kommen in eine Lehre an und erleben, wo sie niemals fahren mit Weite. Wenn sie halt keinen Wert zurückhalten, das. Paulus sagt in Römer, Kapitel 14, Vers 21, dort ist besser nicht Fleisch essen, Fleisch zu essen oder Wein zu trinken oder irgendwas was zu tun, woran dein Bruder sich starrt. Oder woran dein Bruder zu voll kommen wird, können sein. Und das ist nicht bloß die Wein trinken, das ist vielleicht Fleisch essen, das meint hier jetzt Fleisch. Paulus für sich hat nicht ein Gewässer oder Eva, wenn das Fleisch zum Jetzen geopfert wird. Er sagt, das ist bloß eine Speise. Aber nicht alle Menschen halten zu klar. Und er sagt nicht, dass Wein trinken anrecht ist. Aber er sagt, wenn den anderen dort zum Schuld ist, dann dauert das nicht. Besonders warnt die Bibel uns, dass Lehrer sollen nicht Trinker sein. Spreche 31, Vers 37. Du hast das König seine Mom, Lemuel, heute König, sie sagt, Lemuel, dort ist nicht für Königs. Wein trinken ist nicht für Königs. Und Storche sollen Angestalter nicht mal trinken wollen. Dort die nicht trinken und verjeten, was das Gesetz lehrt, und dann die bedrängten Menschen nicht mehr erreicht rechten. Sie sagt, das ist bloß nicht reich, das ist bloß nicht fair für die Menschen. Und dann sage ich sie, ja, die am Ankommen sind, dort Storche zu trinken, und ja, die trüren die Seilen in Wien. Because die haben nicht Morphin zum Unerspritzen, wenn Menschen schon eine große Not wären, oder andere Betäubungsmittel. Dann würden sie den Bett extra Wien geben, nicht? Sie sagt, dein Trinken, dort sei er Armut verjeten und nicht mehr an ihr eigenes Denken. Von daher, viele Menschen, wenn sie in der letzten Zeit krank sind, oder wenn sie allemal
nicht hoppen erst für dich, der jeweils besondere Betriebsstoff vielmal, dass ihr das uthaulig kann, dass ihr weiter auch nicht zu groß wird. Und ich glaube nicht, dass sie die Bibel tief sind haben. Sie brachte den Wein zu verschiedenen Dingen. Wie fängt die Samariter gut Wein an die Wunden an von dem Hof Deutschleu und Amandor? Paulus sagte Timotheus, trink den besten Wein für deine Mehl. Und ich bin sicher, dass wir nicht ein Liter auf einmal. Ich glaube, wir werden ja. Paulus sagt in 1. Timotheus 3, Vers 3, das erste Part vom Vers. Und das sagt er für einen Prediger, ja, ich glaube, als Prediger. Er soll nicht ein Trinker sein, oder einer, der abstritten hält. Und dann sagt er in Vers 8, die Diakonen möchten dort mit Ehrarmt Grüße Gott ernst nehmen. Nicht mit doppelter Zunge reden, nicht Trinker sein und auch nicht unehrliche Geschäfte treiben. Welche diese doppelte Zunge und diese unehrliche Geschäfte, die kommen auch mulz mit, wenn es ein Trinker ist, weil der ist dann nicht klar am Denken. Paulus sagte Titus, weil es ein Leiter Gottes in Hüß verwalter ist, soll arm und nicht utesaten sein. Er soll nicht einsinnig, nicht würdig, nicht um Trinken verskluft, nicht geldgierig sein und andere nicht gewollt andauen. Hat ihr noch nie nicht gehört, dass Alkoholtrinken irgendwas verbessert hat oder jemandem sehen gewasst ist? Max Lucado sagt, ein Ding ist sicher, als ich noch niemals gehört, wem sei, dort ein Bayer merkt mir meinen und Christfeile. In Wirklichkeit verbinden Menschen Bayer und Christentum gleich. Viel mehr als Gegenteil. Oral Roberts von Tulsa, Oklahoma, sein Sohn Richard, dem Wort festgenommen, abgegossen, wenn er unter dem Einfluss von Alkohol war. Wort von Zeugnis, von Evangelist, oder was immer er sich verrückt. So, das nimmt am Zeugnis eigentlich ganz wahr von Christen, ne? Warum muss man nicht mehr täglich werden, das Trinken, ohne dass wir die Bibel brauchen, um beweisen, dass es nicht gut ist? Die logische Wahrheit für das wahre Leben, das ein Ding, das andere ist, CS, Common Sense. Weißt du, keiner fängt an, Alkohol zu trinken, wenn er will ein Alkoholiker geworden. Keiner. Und jeder einer fängt an, bloß Social Drinking, that's okay, andere tun nicht das alle. Wie fängt ihr euch in der Bibel, dass wir Christen sollen eine Party haben, wo ihr getrunken wird? Ich meine, wie fängt ihr das für das nächste alle tun? Keiner sagt, mein Bestreben ist, dass ich einen Tag meine Arbeit verliere, meine Gesundheit verliere, meinen Respekt verliere, meine Ehe verliere oder meine Familie verliere. Das ist niemals mein Bestreben. Und das ist kein Mal, wer anfängt zu trinken, dass er das Ziel hat, dass seine Hand zu kriegen. Keiner will, dass er einen Tag wird aufhängig sein, den Tag durchzukommen mit Alkohol trinken. Aber weißt du, das ist bei Millionen Menschen die Wahrheit geworden. Warum glaube ich, dass er zu weit gekommen ist? Wenn sie sagen, der Alkohol das ist ein normales Ding, das ist gesetzliche Freiheit, das ist ein legal Drug. Aber weißt du, das ist dir, das ist süchtig, addictive, das hat versklaven. Und Menschen wurden gefesselt an diesen legalen Drug. Aber kriegst du die illegal Drugs, fängt der Alkohol sein Weg in den Körper, im Blut und im Verstand, für die, was im Trinken tun. Alle kennen wie wem, oder hat sogar vielleicht jemand in uns Freundschaft, was geplagt ist mit dieser Sklaverie. Aber weißt du, all die fangen nicht an, dass sie wollen dahin kommen, wo sie von der sind. Das wird nicht ihr Ziel. Weißt du, wenn so eine Person loskommt, ganz gewöhnlich, ist das durch die Kraft vom Helden Geist. Du wirst morgen in der Stadt Jefferson City, Missouri, haben wir groß im Gefängnis. Am Ort ist groß 28 Jahre gejäft. Haben wir noch gleich einen alten Mann. Haben noch junge Kinder. Haben wir da vor 28 Jahren, sollte vor 28 Jahren sein, wenn er seine 8-jährige Tochter sexual gewaltmäßig missbrückt hat. Haben wir bettelig. Am Rande der Rand der Throne über die Balken, über die Kerne, über die Schauen ab. Er weiß nicht, wo er sich loten soll. Er sagt,
Ich glaube, ich mache das bloß einfach getan habe. Ich weiß auch nichts von ihm, wenn ich wie betrunken. Weil die Menschen tun Dinge, was die niemals würden tun, wenn sie betrunken sind. Das Mann, den kostet 28 Jahre Jail, wenn er sich betrunken hat. Vielleicht denkst du, beste Drinkje, die kostet kontrollieren, das wird schaffen. How about die nicht kennen, wenn die das sein? Was denkst du? Wenn du denkst, du hast die Freiheit in Christus, Wein zu trinken, dann dauert das so, dass du die Leistung der Bibel Freiheit gibt. How about, wenn die Kinder über das Wort sein, die leichtwürdig bist? How about, wenn sie ein von dir sind, wird Alkoholiker geworden, wenn er dort hat getrunken? Oder wenn ab einmal da, ein Tag, wie hier den Ambulanz groß, glaube ich hier den, die dem was hier ist, Jule, und die Nordreich wird kommen, jemand von denen noch ist dort. Because ein anderer, was dem Einfluss von Alkohol gefahren hat, wie eine Arrechte Gläsern angefahren. Was wird die Anstellung dann über den Alkohol sein? Oder über den Alkohol trinken? Du sagst, don't drink and drive, und ich sage auch, aber ich sage, don't drink at all. Und again, ich will nicht sagen, dass Arrecht das Wein zu trinken. Aber die Bibel lehrt uns sehr klar, was wurde trägt. Sagst du, trägt wieder in der Stadt, die Statisten, dass meist kriegt 75% von allen Americans, die das occasionally trinken. 13 Millionen Menschen in Amerika haben Alkoholprobleme. 7 Millionen, die sind in some form Alkoholismus. Das soll sagst du in der ich weiß nicht, wie von dir aus. 50% von all den Accidenten, wo jemand zu Tode kam, wie involved mit Betrunkenen. 64% von all the murders, die sind associated with alcohol. Und weit je einer mit 10 von social drinkers wurde alkoholik. Ein alkoholik, wenn die einmal ein Bett trinkt, dann hast du auf der Slide, dann rutscht die, dann trinkt die bloß mehr. Die haben kein Self-Control mehr über dort. Alkohol ist der Nummer 2 Killer. Furzhänger Heart Disease. Das even hat als Cancer oder COVID-19. 500.000 Americans sterben jeder Jahr an Alkoholism. Und das soll sagst du, in der Trägwürde zu wie ich weiß nicht, wie von der aus. Also, woran sagt Paulus, siebt ihr nicht voll Wien? Woran würde das sein? Oder woran würden wir Frau, kann ich Christ trinken? Ich glaube, wir sollen uns Frau, sollen Christ trinken? Weil das Trinken, wie geht es bis von der ein Problem? Das geht bloß mit dem deutschen Problem, das geht bloß mit dem städtischen Problem. Das wird bei der Epheser also. Paulus warnt er, und er sagt, siebt ihr nicht voll Wien. Ober, sagt er, Wort voll vom Helden Geist. Woran braucht Paulus das Vergleich hier? Nicht Wien, aber Helden Geist. Wenn die beiden eine Kraft. Die Wien, die nimmt die Kraft wach, die selbst zu kontrollieren. Und schlechte Dinge passieren. Nicht jedes Mal. Da würde noch viel schlimmer sein. Alkohol, die veränderte Chemistry, wird nun verstanden jetzt. Und die blockt Common Sense, die blockt Angst, die blockt die Fähigkeit davor. Und viele denken, ein Drink wird nicht schaden. Weil ein Drink hat bei vielen Menschen genug, dass die Mind nicht ganz klar denkt, die merkt nicht gerade jeder Detail. Und das regt für einen Tod, um einen großen Accident zu haben. Wenn der Verstand, wenn der Common Sense nicht wahr und klar sind, dann kann der große Schicksal passieren. Nicht bloß auf dem Highway, das kann in der Maschinerie, bei der Arbeit. Viele Dinge haben wir gehört, wie Brücke gleich Dinge abnehmen, wie weiter alle von vielen Dingen. Aber weißt du, der Helle Geist, der hat Kraft, uns selbst zu beherrschen. Das ist eine Frucht von dem Helden Geist. Paulus sagt hier, über Wort voll vom Helden Geist. Der Heil sagt, der deutet. Er sagt, das ist eine Abgabe. Das ist ein Ding, was die Seele tun. Was haben wir da tun? Was haben wir uns mit dem Helden Geist fallen? Du sagst, ich sage mir, bekehrt redet den Helden Geist. Ja. Aber wie brücken immer war die Füllung vom Helden Geist? Ich will hier feiern,
abnannt, gibt noch viel mehr, was uns halbt, wenn man Helden Jesus gefällt wurde. Nummer 1, indem wir unsere Sinn bekennen und loten. Christus ist Johannes 1, Vers 5, der hinein sagt. Johannes sagt, das ist, was wir von ihm gehört haben, in Jünden sein. Von wem gehört? Von Jesus. Johannes sagt, das ist, was wir von ihm gehört haben, in Jünden sein. Gott ist Licht, und in ihm ist nichts Distret. Wenn wir sagen, dass wir zu Gott gehören und über eine Sünde im Distren leben, dann leben wir in deiner nicht die Wahrheit. Wenn wir über dem Licht von Gott leben, so als er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut von Jesus sehen Jesus Christus macht uns rein von allen Sünden. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann leben wir uns selbst was fair und haben die Wahrheit nicht in uns. Dann Vers 9, das ist uns so utwendig, nicht? Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist sie treu und gerecht und verjährt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn dort der rein ist, dort steht, wo der Heilige Geist uns fehlen will. Dort, wo er wohnen will. Dort, wo die Fälle vom Heiligen Geist ankommen wird. Noch ein Ding, uns empfehle ich übergeben. So ist Paulus sagt in Römer 12, Vers 1 und 2. Er sagt, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Gnade und Mitleid mit dir bewiesen hat, ermuntert dich, auch deinen Körper Gott zu geben, als ein heiliges, lebendes Opfer, das Gott annehmen kann. Wenn der Heilige Geist uns fehlen soll, dann müssen wir wo sein, wo Gott uns annehmen kann. Paulus sagt, unseren Körper zum Opfer geben, ein lebendes Opfer. Er sagt, lud dort den Jesselja Gottesdienst sein. Und er ratet nicht im Anklor, er sagt, merkt noch mit Chlor, er sagt, entstellt ihn nicht so hart, als diese Welt hat. Die sollen durch ihn nie die Sendung verändert worden, dort die weiten können, was Gott sein Wählen ist, was Gott angenehm und vollkommen ist. Und dort haben wir so viel besser, wenn uns mein Chlor denken wird. Uns fällig Gott übergeben. Noch ein Ding, Gott sein Wort rechtlich in uns wohnen lassen. Das ist Paulus, der Kolosser sagt. Kolosser 3, Vers 10. Er sagt, Lot Christus sein Wort rechtlich manchen wohnen. Belehrt den Haupt einer den anderen in aller Weisheit. Singt von ein dankbares Hort Psalmen und jästliche Leider Gott zu ehren. Dort noch ein Ding, das mit den Helden Jesu gefällt worden. Nun, schließlich, uns von uns selbst ladig merken. Dort echt rüttriemen, dann uns von dem Helden Jesu gefällt worden. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, ich sehe mit Christus mit die Kriegsicht. Sehen ich wie die Kriegsicht. Er leidt sich Kriegsicht. Er will nicht mehr sich selbst. Er sagt, dort sehe ich eigentlich nicht mehr ich, der da lebt. Er kann mich Kriegsicht los. Dort sehe ich nicht mehr ich, der da lebt. Dort ist Christus, der an mir lebt. Dort leben, dort ich hier im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an Gott seinen Sehen, der mir Gott wir und sich selbst für mich handgeift. Er hat das erkannt. Er weiß, was es braucht, um dass der Heilige Geist empfehlen wird. Und er sagt uns, hier kriegt in Epheser 5, Vers 19 und 20, feiert Resultate, feiert Dinge, die rüttkommen, wenn der Heilige Geist uns gefällt hat. Er sagt, redet einer zum anderen mit Psalmen und Singen und geistliche Leider. Dort ist eine Frucht vom Heiligen Geist. Wir reden, wir machen uns amtlich Mut, wir loben taub Gott und wir singen taub. Nach einer Frucht singt und spielt am Hort dem Herrn zu ehren. Wenn wir mit dem Heiligen Geist gefällt sind, dann kommt der Friede ans Hort rüht, zu Gott seine Ehre. In Vers 20 sagt er, und dankt an alles immer Gott dem Vater für alles an Christus Jesus unseren Herrn seinen Namen. Weißt du, wenn das Heilige Geist in uns wohnt, wenn der uns gefällt hat, wenn der uns regiert hat, dann ist der Dankbarkeit zu Gott. Das ist ein deutliches Gefühl von Anerkennung, in Dankbarkeit, wird ständig zum Ausdruck kommen wird. Einmal Tiet Eva. Nicht bloß, wenn alles gut geht, aber wenn die Schwere leer sind. Jetzt kann ich auf den Phone mir und er sieht, wie dankbar sie wären, dass Menschen für ihn beten. Sie wollen das Gott an. Sie sind in der Schwere leer, er wird dankbar. Das ist ein Port, ein Beweis von der Fülle vom Heiligen Geist. Das vierte, Vers 21, schickt jemand einer zum anderen, mit Ehrfurcht für Christus. Luther Bibel sagt, und seid untereinander untertan,
getan in der Furcht Gottes. Ein Bibelleser sagt, das Wort, der wird sehr vernachlässigt, der wird sehr hingelotet. Er sagt, das Falsch, das ist ein Test, wo jästlich wie Sand in über viele Christen Brücke des Falsch, sehr selten. Er sagt, viele Personen feilen, dass wenn sie sehr lüd Halleluja rufen oder sehr lebendig singen oder in anbekannte Tongen und so weiter, das sind alles Beweise, vom Helden Jesus gefällt zu sein. Aber er sagt, das kann alle falsch sein und hinterlässig, sogar ohne Meinung. Und ich sage, dass ich noch viel mehr Dinge, was wir bloß üterlich kennen, daune, am Schmack zu loten. Viele tragen sich sehr trägholend an und sie sagen, dass das eine Frucht vom Helden Jesus. Und das braucht nicht sein. Da kann ganz das, was dahinter sein. Aber, unjadun sein, einer zum anderen, Bescheidenheit im Benehmen, Demut, nicht streiten, Langmut und Sanftmut, dort sind unverfälschte Beweise, dass der Helden Jesus Kraft haben uns. Hier sind noch Feuerresultate von dem Helden Jesus gefällt sein. Ja, hier sind diese Feuer. Mit in Psalmen reden, singen, danken, und ja, tun sie einer zum anderen, und dann sind da noch Feuer. Und ein von den Feuer ist, Mut zu haben, zum Trachwiesen, wo sind es. Für den Herrn zu zeugen. Besonders, was denken wir an Petrus und Johannes. Dort haben wir gesehen, wo das sieht, wenn ein Mensch wacker ist und lebendig ist, für den Herrn zu zeugen, den Brovis, den Mut haben, den Courage haben, um dort zu tun. Sie haben das Loma Mond vor dem Tempel gesund gemerkt, und das kam für die Oms und für die Frühstellungskurve sein, und die wird sehr verdresslich durch Eva. Und Petrus und Johannes wurden angestoppt. Am nächsten Tag morgens wurden für den Donnerstag geholt Kurve sein. Apostelgeschichte Feuerfers 8 und wieder. Sie werden nicht Angst, sie werden nicht besorgt. Petrus sagt in Vers 8 und Apostelgeschichte Feuer, dann seht Petrus voll vom Helden Geist. Das Petrus, der wie gefällt mit dem Helden Geist. Warum? Wenn er da dort, was wir uns so gelesen haben. Er sagt, die Volkslehrer und Ältesten oder die Oms und Vorsteher in Israel, wenn wir von der von der guten Wort sollen Rechenschaft geben, wo ich des Mannes gesund geworden, dann soll je und alle Mann in Israel weiten, dass der Jesus Christus von Nazareth ziehen genommen, den je gekriegt haben, den Gott von dort abgewirkt hat, steht des Mann hier von der gesund, verjüngt. Dann sage ich da, das ist der Stein, den je Lied verschmeiten, der zum Altstein geworden ist. Und das ist ein Sesskeine Meradung, weil es uns Menschen es und ja den Himmel selbst kein Nomen gejäft, der ich den wie kennen seilig worden. Paulus wie hier nicht mehr an Ängstel jamon. Hei wie hier driest, woran? Fall vom Helden Geist. Hei wie Fall vom Helden Geist. Nach ein Resultat, nach ein Ding, was der Rüttchen, das Kraft zum Deine. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, aber wenn der Helden Geist über ihn kommen wird, wo je Kraft kriegen, und die wollen meine Zeichen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, in etwa die ganze Welt, in der Hillzeit. Diese Kraft vom Helden Geist, die hat eine ganz andere Wirkung, als die Kraft von Wien. Sehr wie von der mit diesem Helden Geist gefällt, haben wir uns fehlen lassen? Warum nicht? Was wird hängen? Was wird dort, was er hängt, zu sie drin? Der Helden Geist will uns fehlen. Noch ein Ding. Freigebig sein, wehrlich sein zu geben, nicht selbstsichtig sein. In Apostelgeschichte, der ging ziemlich weit, was die neue Gemeinde anfängt. Apostelgeschichte, Feuer, Vers 32. Und all die Gläubigen werden ein Hort und eine Seil. Da seht ihr keiner, dort hat dort ein, was er besetzt hat. Aber hat alles, alle taub. Das wird von der ganz anders lauten, wieder zu haben. Und ich sage nicht, dass wir sollen alles durcheinander und alles taub haben. Das ist der Hütte, der das hat. Aber wir sollen in uns Mind, in uns Denken, in uns Weich von Schafe, da loslauten von den irdischen Dingen. Because das Verken, was uns gebungen hält, dass der Helden Jesus nicht völlig tautrat hat. Noch ein Ding, Begeisterung für Christus und Gott. Wir sollen ernstes Verlangen haben, gefällt zu sein mit diesem Helden Jesus. Zu Gott seine Ehe, nicht für unsere Verherrlichung, zu Gott seine Ehe.
Paulus sagt in Galater 4, Vers 22 und 23, denn jetzt seine Frucht, das sind neun Steckworte hier abnannt, als Leib, Fred, Fried, Geduld, Freundlichkeit, Gottgesonnen sein, Glauben, Geländigkeit, Selbstbeherrschung. Er sagt, jeden Sohn, erst das gesagt nicht. Wenn wir denken an den Apfelbaum, die Früchte warst im Osten an, ja? Wie kann er dazu? Früchte warst an der Astern an. Und wie drüber schafft der Ochse? Da nahmen wir vielleicht nicht Aster, da nahmen wir vielleicht Ranke. Aber wenn wir Johannes 15, Vers 5 lesen, dann sagt Jesus, blieft an mich, und ich will an Jünd blieben. Und er brückt einen Weinstein, und ich will einen Apfelbaum brücken. Er sagt, so, als ein Ost nicht Frucht bringen kann, wenn die nicht an dem Apfelbaum bleibt, so kann die auch nicht Frucht bringen, wenn die nicht an mich blieben. Ich sehe die Weinstein, oder ich sehe den Apfelbaum, die sind die Aster. Wer an mich bleibt, und ich in Arm, der bringt viel Frucht. Ohne mich kann ich nicht staunen. Weil die Apfelgärtner, die waren nun in Haflel angefangen, waren er beim Utterasten. Der Aster, was er voll ab ihren ab, der wird keine Frucht bringen. Das ist doch klar. Oder wenn die bei einem Apfelbaum mit einem feinen Dächer aus, würde aufsehen und den Bahn an der Wand und schreiben, wird ihr erwartet, dass du wieder Apfel anwachsen? Die würden nicht. Wenn die dort nicht weiter, ich weiß das all, die würden nicht. Kreuzsassen mit mir in die. Wenn wir nicht bei Jesus sind, dann kann diese Kraft, diese Saft vom Heiligen Geist nicht in uns Namen kommen und dann kann er nicht gute Frucht und unser Aster anwachsen. Die Frucht kommt bloß nun, wenn wir an Jesus angewachsen sind. Bloß wenn der Heilige Geist uns verletzt, ständig. Diese Frucht, wo Paulus hier von reden hat, die war ein Team miteinander, die ganz kalt. Leib, das ist, was Gott ist, und das ist, was wir sollen sein. Und die Leib, zum Geschmack betätigt, wenn wir uns 1. Korinther 13 lesen. Da wird die Säure klar beschrieben. Und bewiesen wird die ganz abgeschmackste ab Golgatha und Kreuz, wo Jesus für unsere Sünden gestorben hat. Dort ist Leib. Da würden wir noch viel mehr beitragen können. Und dann sage ich dir, Fred, dort ist eine Zufriedenheit, eine Erfüllung mit Gott, mit das Gott, den er hat. Und Jesus wies uns dort Geschmack in Johannes Feuer. Jesus sagte, und mein Eten ist dort, dort ich den sein Wählen, den mir geschickt habe, und sein Wählen verrechten. Dort, wo die Worte Fred bannen ist. Fred, das schlägt den Fred, was wir mit Gott haben, mit an. Aber das ist auch der Fred, der harmonische Fred und die Beziehung einer mit den anderen als Christen. Dann ist es Geduld. Geduld ist so, was auch im Lied verkommt. Wie beten leicht für Geduld, wenn jemand durch eine schwere Zeit geht, nicht? Geduld ist, wenn wir verdrässlich sind, dass wir durchkommen, ohne dass es durchbrechen wird. Er hat beim Euer, er hat bei Verfolgung und so weiter. Jesus, was er die schrecklichste Not durchging, er blieb gleich ab den Kriegsknechten. Er hat gleich Flächer eingewort. Weißt du, was Jesus sagt, dass die großen Jungs haben mit dem großen Hohn an den Nägel, der hier hängt, schlungen hat, wo sie in den Schrecklichen weiter und ankommen, dann sagt er auf einmal, dann sagt Jesus, Vater, verjährfend, weil sie weiter nicht, was sie tun. Er wird viel wieder als bei den Jungs ausblühen, für was sie deuten. Er sagt, Vater, für Japan, die weiß gar nicht, was sie tun. Er hat diese Geduld gelehrt. Freundlichkeit. Freundlichkeit hat Sanftmut. Vielleicht passt er bewiesen, und Jesus, wo er mit den kleinen Kindern angeht. Das sagt, er nimmt die Kinder auf seine Arms, lädt an die Hände ab und sehen dann. Das ist für mich ein sehr klares Bild von Freundlichkeit. Dann haben wir das Wort Gottgesonnen sein, das geht dir. Da meint einfach die anderen Menschen Gottgesonnen sein, freundlich mit den Armen gehen. Und ein Beispiel davon können wir sagen, wie die barmherzige Samariter. Glaube, da meint ein Vertrauen auf Gott. Vertrauen auf unsere Mitchristen. Treu sein, eine Zuverlässigkeit. Selbstbeherrschung. Das, wo wir Titel von dir geredet haben, nicht? Das ist die letzte Frage, was hier abgenannt ist vom Heiligen Geist. Dort meint einfach, sie keine Träge holen. Dort meint einfach, wenn diese fleischliche Begierde, das große Jank an mir hochsteht, dort ich den kann kontrollen. Sex, Trinken, Pornografie, Euer, Plüdre,
war einmal so neidig fehlt, dass ich dort sperre. Einmal war ein bisschen blödere. Dort wie du die Kraft hast, um uns zu beherrschen. Und dann viele mehr Dinge nach sich dort. So, Peter, mein Paulus, der will, dass die Epheser wasen, dass die wiederkommen. Und ich wünsche, dass wir auch ein Ding, was uns hilft, um wasen wiederzukommen. Dass ja viele Dinge, die noch später sind, das Trinken, dass es nicht direkt läuft, dass das der einzige Sinn ist. Jemand sagt mal zu mir, hier habe ich gewusst, ich habe bis 2 Sünde, dass wir schmecken und trinken. Und ich sage, ich wüsste zum Teil, was er meint. Aber wir haben so hier in Epheser all viel mehr Dinge erfährt, ist bis dort, und haben da auch von viel mehr Dingen geredet. Aber das Trinken, dort ist ein besonderes Ding, wo wir können sein, sehr schlimme Fall hier abkommen dürfen. Und viele Menschen sind für Lebenszeit versklavt worden. Also mein Gebet ist, wenn wir können frei werden, wer mit dir getroubelt ist, und dass wir können mit dem Helden Jesus gefällt werden. Paulus sagt, trinkt nicht von Wein, er bedrängt nicht von Wein, wodurch ihr eine Kontrolle über ihn selbst verlieren. Über was Fall vom Helden Jesus? Wollen wir beten. Vater, ich danke dir, dass du live bist. Ich danke dir, dass du uns gemerkt hast, nur dein Ebenbild. Ich danke dir, dass du uns hast gemerkt, dass wir keine Entscheidungen merken. Und ich danke dir, dass du uns die Bibel hast gegeben, dass wir sein und verstehen können, was dein Wille von uns ist. Ich danke dir, dass du auch die Dinge beschrieben hast, wo du vorbein ist, dass du uns warnet hast. Und wir können danach entscheiden, ist wie horchen wollen oder nicht. Und ich sage so, was der Mensch sagt, was er erntet. Und ich danke dir dafür. Und ich bete, halb uns Sünde sei, ist wie ernten wollen. Und jeder einen. Ich bete, dass du jeder einen segnen. Wer Gott sei das, und wer noch nicht hat, dass der Wort Gott sei, wenn wir alle eine gute Arme kriegen haben. Und ich danke dir für jeder einen von dir aus morgens, und ich freue dich, jeder einen was segnen in dem Kampf, und dass wir alle die rechte Entscheidung treffen. In Jesus' Namen. Amen.